Hey Leute, ich habe nicht gehofft, dass dieser Tag kommt, aber er ist passiert. Meine Kamera, die Panasonic Lumix G70, ist kaputt. Ich kann nichts mehr mit ihr machen und eine Reparatur kostet, so wie es scheint, einfach mal mehr als die gesamte Kamera an sich. Und naja, was mache ich da? Nun ja, ich bin aktuell sehr froh darüber, dass ich den iMac, der neulich noch hier stand, verkauft habe. Denn das Geld wollte ich ursprünglich für ein Objektiv für diese Kamera hier ausgeben. Aber jetzt ist es nun mal eine ganz neue Kamera geworden. Und zwar diese hier. Und welche genau das ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, ich nehme sie gleich mal davor und zeige euch mal, was es ist. Es ist die Sony A6400. Und diese Kamera ist wohl der sinnvollste Schritt für mich gewesen, denn ich war mit der G70 nie 100% zufrieden, denn beispielsweise der Autofokus hat mich an dem Teil echt ziemlich genervt und auch die Lowlight-Performance war nicht unbedingt berauschend. Deswegen habe ich hier eine A6400 liegen und genau die packe ich jetzt auch einmal aus. Und zwar, ein großes Unboxing-Messer ist, glaube ich, sogar zu groß dafür. Ich glaube, da wäre eine Schere sinnvoller gewesen, aber na egal. So, weg damit. Lege ich mal hier oben hin. Und mache ich das mal auf. Und das Problem war eigentlich, ich hätte auch sicherlich mit meinem Handy weiterfilmen können. Allerdings, ja, brauche ich dringend eine Kamera, denn beispielsweise in der Schule haben wir aktuell ein Projekt, wo es extrem sinnvoll wäre, wenn ich mit einer Kamera filmen würde. Und ihr seht es vielleicht, die Qualität von dieser Handykamera ist jetzt auch nicht so berauschend, denn um mich selber sehen zu können, muss ich die Frontkamera nehmen und das ist nur Full HD. Aber naja, was ist hier sonst, was ist hier drin? Ein Netzstecker für England? England oder US? Ich weiß es nicht genau. War leider noch nie dort. Ein Mount für die hier oben. Ein europäischer Netzstecker. Ein Netzstecker auf USB. Das ist richtig cool, denn auf der G70 konnte ich nur mit Netzteil laden. Ein Akku. Und ja, es ist leider so, diese Akkus sind die alten Sony-Akkus, die richtig schlecht waren, so wie es scheint. Ein Band, was ich eh nicht nutzen werde, da ich filmen werde. Und ein USB auf Micro-USB-Kabel. Leider kein USB-C, aber gut. Und nehme ich mal die Kamera raus, die ist nämlich hier drin. Und ich merke es, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, sie ist anders vom Gewicht her als die G70. Und vor allem ist sie deutlich, deutlich kleiner. Denn das hier ist die G70. Ich nehme mal oben das Mikro ab, was ich jetzt leider auch nicht verwenden muss. Ich hoffe, dass der Ton von dem hier ausreicht. Denn es ist leider eben nicht so nah vor meinem Mund. Und das hier ist die G70 mit Objektiv, mit Kit-Objektiv. Und das hier die A6400 mit Kit-Objektiv. Aber gut. Lege ich auch die G70 mal zur Seite, denn die muss nachher noch weggeschickt werden. Und guck mir die Kamera mal an. Und ja, das sieht doch sehr, sehr cool aus. Ich habe zum Glück auch hier wieder weiterhin ein Klappdisplay, was beispielsweise fürs Vloggen auf der IFA oder so super cool wird. Und ich schalte die Kamera mal an. Okay, so wie es scheint, ist hier einfach kein Akku drin. Das ist gerade schon ein bisschen schade, aber gut, nehme ich mir halt einen Powerbank. So, die Kamera lädt jetzt jedenfalls schon mal auf und in der Zeit widmen wir uns mal dem Ding hier. Denn das Kit-Objektiv wollte ich eigentlich nicht unbedingt benutzen und deswegen habe ich hier noch ein Objektiv, und zwar das Sony G18-105mm, denn das ist wohl eines der besten Objektive, welches man für einen noch recht vernünftigen Preis kaufen kann. Und ich merke es gerade schon in der Sonnenblinde, das Ding ist doch mal deutlich größer als das Objektiv bei der Lumix G70. Lege ich auch das mal zur Seite, roll das hier raus. Das ist nicht nur deutlich größer, das ist auch deutlich besser verarbeitet. Nehme ich mal diesen Schutzdeckel ab und ja, das ist mal
ein Objektiv, welches auch sich dem Preis entsprechend anfühlt. Denn ich nehme mal hier im Vergleich die G70. Das hier ist ein 100%iges Plastikobjektiv. Das hier ist ein Metallobjektiv. Und ungefähr doppelt so groß vom Volumen insgesamt, würde ich mal sagen. Packe ich mal die Sonnenblende hier drauf. Und ja, das sieht doch schon mal sehr, sehr professionell aus. Jetzt nehme ich mal das hier hinten noch ab und so groß ist also der Sensor. Gut, packe ich es nochmal kurz zusammen und ich nehme auch mal mir die Kamera. So, und wenn ich jetzt nämlich mal hier diese Kitlens abmache, das ist mir direkt aufgefallen. Der Sensor ist ja mal deutlich größer. Ich zeige es euch gleich auch mal, aber ich mache das hier erstmal wieder zu. So groß ist hier der Sensor. Und jetzt nehmen wir im Vergleich nochmal die G70. So groß ist der Sensor der G70. Hier der Vergleich. Ist doch ein merkbarer Unterschied. Und ich hoffe mal, dass man dadurch sehr, sehr viel mehr aus den Videos rausziehen kann. Und jetzt packe ich hier mal dieses Objektiv dran. Und ich glaube, ja, das sieht ja mal richtig cool aus. Ganz ehrlich, womit würdet ihr lieber filmen? Na, vielleicht sogar mit der G70, denn die ist deutlich leichter. Aber dafür ist das hier auch sehr, sehr viel hochwertiger verarbeitet. Und ich kann es unterwegs mit einer Powerbank laden. Aber gut, jetzt schalte ich es mal an. Und da sehe ich gleich die Qualität. Und ja, ich glaube, das ist deutlich besser als bei der Lumix G70. Ich mache mal kurz ein Video. Okay, kann ich nicht machen, denn der Akku ist einfach zu leer, so wie es scheint. Aber auf den ersten Blick könnte man hiermit vloggen, mit diesem Objektiv. Denn ich glaube bisher, dass man eigentlich mit dem Objektiv nicht so gut vloggen kann. Aber geht das? Naja, groß ist es auf jeden Fall. Und was mir gerade auch auffällt, wahrscheinlich will man nicht sehen können. Denn wenn ich hier ein Mikrofon vorpacke, ist es nun mal der Fall, dass, naja, wie kann man es sagen, es verdeckt ist. Denn wenn ich hier ein Mikrofon vorpacke, ist die Kamera verdeckt. Aber, ja doch, 18 mm auf APS-C ist weitwinklig genug. Ich kann es mal, falls ihr es seht, seht ihr es hier drin? Ich kann ja gerade leider kein Video machen, weil der Akku zu schwach ist. Aber das geht. Und wenn ich jetzt mal das Mikro hier vorne dran packe, dann hatten wir, glaube ich, allerdings ein kleines Problemchen. Denn zum einen ist das Rode hier natürlich viel zu groß. So, wenn ich das jetzt hochklappe, ja, ich glaube, man sieht es. Man sieht es nicht, denn von dem Display ist echt nichts mehr übrig. Das heißt, wahrscheinlich müsste ich mir einen Adapter kaufen, um das Mikro hier dran zu packen an die Seite. Aber es sieht doch schon richtig, richtig gut aus im Vergleich zu der G70 auf jeden Fall. Allerdings, ja, eigentlich wollte ich ja nicht wechseln, denn ich wollte mir eigentlich für dieses auf Kamera hier das richtig geile Sigma 18-35 f1.8 kaufen, denn ich hatte das ja vor ein paar Tagen schon mal dran, Link ist da oben irgendwo, und dieses Objektiv ist auf der G70 wahrscheinlich sogar von der Bildqualität nochmal deutlich besser als dieses 18-105mm f4 ist es auf dieser Kamera, auch wenn der Sensor hier natürlich größer ist, aber obwohl es ein f4 Objektiv ist, wird die Qualität wahrscheinlich deutlich besser sein, denn es ist APS-C und die A6400 ist auch an sich eine bessere Kamera als die G70, kostet halt leider auch das Doppelte. Und eigentlich war ich mit der G70 vom Autofokus mal abgesehen auch ziemlich, ziemlich zufrieden. Aber ja, das hier ist also das neue Setup, was ich nutzen werde. Gut, jetzt ist der Akku wirklich leer. Das heißt, ich bringen wir jetzt in den nächsten paar Tagen erstmal diese Kamera hier bei. Denn das hier, die G70 ist doch von der Bedienung her deutlich anders als jetzt die A6400. Und ich bin mal gespannt, wann das erste Video mit der A6400 online kommt. Denn ich bin da nicht mal
so 100% zufrieden mit ihr, weswegen es sich für mich auch nicht unbedingt gelohnt hat, eine neue Lumix G70 zu kaufen, sondern ich mir lieber dieses Setup hier gekauft habe, denn das hier ist mein neues Kamerasetup. Aber ja, das hier ist jetzt auch mein neues Kamerasetup. Aktuell noch ohne Softboxen hier. Ich will einfach mal gucken, wie gut die Kamera ohne irgendwelche zusätzlichen Sachen ist und will einfach mal sehen, was man aus S-Log3 aus der Sony A6400 noch rausholen kann. Und genau das seht ihr jetzt. Aber ja, das war's auch jetzt mit diesem Video. Schreibt mir eure Meinung zu diesem Kamerasetup gerne mal in die Kommentare und lasst auf jeden Fall ein Like oder einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich bin der Velazarus. Ciao.